Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Food Diary für euch. 7 Tage Food Diary gemäß der schleimfreien, schleimarmen Heilkost nach Arnold Ehret. Natürlich in modifizierter Form, wir leben jetzt 100 Jahre später und so interpretiere ich die schleimfreie Heilkost in der jetzigen Zeit. Diejenigen unter euch, die mich schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich meistens nur eine feste Mahlzeit am Tag esse. Davor, mittags, nachmittags rum gibt es für mich flüssige Mahlzeiten, also frisch gepresste Säfte. Das sind oft Stangensellerie, Gurke, Endivie. Also ich trinke bevorzugt Monosäfte. Im Sommer gibt es auch regelmäßig Wildkräutersäfte. Da favorisiere ich die Brennnessel oder Kirschsaft oder auch Löwenzahnsaft. In letzter Zeit habe ich auch einige Male rote Beete-Saft getrunken. Den mische ich dann entweder mit Gurkensaft oder mit Äpfeln und Ingwer. Jetzt gibt es für euch 7 Tage Food Diary, schleimfreie Heilkost, schleimarme Heilkost nach Arnold Ehret. So sieht der erste Teil meiner festen Mahlzeit für heute aus. Ich habe eine kleine halbe Wassermelone und dann habe ich eine kleine Cantaloupe-Melone im Mixer gemixt zu einem schönen Melonen-Smoothie. So kann eine Abendmahlzeit gemäß der schleimfreien Heilkost aussehen. Hier in dieser Schüssel befindet sich gedämpftes Gemüse, und zwar Brokkoli und Zucchini. Dazu noch gefrorene 8 Kräuter. Die habe ich da drüber gegeben und die sind jetzt auch ganz schnell aufgetaut, weil das Gemüse noch ganz warm war. Dann haben wir einen Salat aus Gurke, Rucola und etwas flüssige Gemüsewürze. Und zu dem Ganzen gibt es selbstgezogenes Mikrogrün, Rettich, Radieschen, Kresse und Brokkoli. Ich starte meine feste Mahlzeit mit Früchten. Heute habe ich dabei Feigen und Bananenscheiben. Circa 30 Minuten nach den Früchten gibt es den zweiten Teil meiner festen Mahlzeit. Links in der Schüssel seht ihr geraspelte Gurke mit Rucola. Dazu habe ich etwas flüssige Gemüsewürze gegeben. Die ist hefefrei und gibt es im Bioladen. Dazu gibt es gedämpften Hokkaido-Kürbis. Und hier habe ich verschiedenes selbstgezogenes Mikrogrün. Da ist Rettich dabei, Radieschen, Kresse und Brokkoli. Ich beginne heute meine feste Mahlzeit mit einem rohköstlichen Apfelstrudel. Das Rezept findet ihr auch schon hier auf meinem Kanal. Ich verlinke es oben in den Infokarten. Wenn ihr lieber Blogartikel lesen möchtet, also ein Rezept in Blogartikelform, dann verlinke ich euch dieses Rezept unter diesem Video. Eine halbe Stunde nach dem Apfelstrudel geht es mit diesem Teil meiner Abendmahlzeit weiter. Da haben wir hier gedämpften Rosenkohl mit gefrorenen 8 Kräutern und frisch geriebenem Meerrettich. Dann hier ein Salat aus geraspelten Gurken, Rucola, Eisbergsalat, dazu gibt es noch Spirulina. Dann habe ich selbstgezogenes Mikrogrün, also Rettich, Radieschen, Brokkoli dabei, Senf und Kresse. Und hier noch eine kleine Portion selbstgemachte rohköstliche Zwiebelringe. Das gedämpfte Gemüse und der Salat, die können separat gegessen werden oder aber auch zusammen. Also ich gebe immer einen Teil des gedämpften Gemüses auf den Salat. Esse das dann vermischt und fülle dann immer wieder gedämpftes Gemüse nach. Das ist der erste Teil meiner festen Mahlzeit. Ich beginne mit regionalen Obstsorten. Ich habe hier Apfel- und Birnenstücke. Das ist der zweite Teil meiner Mahlzeit. Links in der Schüssel befindet sich ein Salat aus geraspelten Gurken, Rucola-Salat und Nori-Algen. Rechts, das ist gedämpfte Süßkartoffel. Und hier haben wir noch selbstgezogenes Mikrogrün, da ist Senf dabei, Kresse, Kohlrabi und Brokkoli. Das ist der erste Teil meiner festen Mahlzeit am Tag. Ich starte mit einer halben Melone Sapo. Die Kerne werde ich jetzt noch entfernen. Das ist der zweite Teil meiner Mahlzeit, der besteht aus einem großen Salat und panierten Zwiebelringen. Also die haben Rohkostqualität und sind glutenfrei. Der große Salat besteht aus Eisbergsalat, Kopfsalat, Rucola, den Gemüsefrüchten Tomate, Paprika und Gurke.
Dann habe ich getrocknete Sonnenblumenkernsprossen dabei, Linsensprossen und einiges an Mikrogrün, zum Beispiel Kohlrabi-Mikrogrün, dann Mikrogrün aus Senf und Brokkoli und noch Kresse dazu. Zu meinem Salat gibt es ein Hanf-Meerrettich-Dressing. Dafür habe ich geschälte Hanfsamen, ganz wenig weißes Mandelmus, Zitronensaft, Salz und frisch geriebenen Meerrettich gemixt und dann hier über meinen Salat gegeben. Hier oben, ganz oben könnt ihr noch erkennen, da habe ich noch ein bisschen Senf-Mikrogrün gegeben. Das ist der erste Teil meiner festen Mahlzeit, Apfel- und Birnenstücke. Das ist der zweite Teil meiner festen Mahlzeit. Das ist ein großer Salat, besteht aus geraspelter Gurke, Rucola, Eisbergsalat, dann Nori-Algen und Chlorella-Pulver. Dann habe ich hier gedämpfte Wurzelpetersilie und gedämpfte Pastinake. Darüber habe ich gefrorene 8 Kräuter gegeben. Dann habe ich hier noch frischen Schnittlauch, Tomaten und selbstgezogenes Mikrogrün, Kohlrabi, Brokkoli, Senf und Erbsengrün. Das ist der erste Teil meiner festen Mahlzeit. Ihr seht hier roh veganen Apfelstrudel. Dazu esse ich noch halbgetrocknete Feigen. Die gibt es bei Jurassic Fruit. Ihr findet den Link zu Jurassic Fruit unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das ist der zweite Teil meiner festen Mahlzeit. Das ist ein Salat aus Kopfsalat, Eisbergsalat, Rucola und Feldsalat. Dazu gibt es noch ein bisschen geschälte Hanfsamen, Flüssigwürze aus dem Bioladen und gefrorene 8 Kräuter. Dann haben wir hier getrocknete Sonnenblumensprossen, gedämpfte rote Beete mit frisch geriebenem Meerrettich und selbstgezogenes Grünkraut, Erbsengrünkraut und selbstgezogene Sprossen oder selbstgezogenes Mikrogrün, Rotkohl, Kresse und Brokkoli. Ich hoffe, ihr konntet Inspirierendes für euch aus diesem Video mitnehmen. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken, eure Meinungen zu meinem schleimarmen, schleimfreien Foodiary unter diesem Video. Ich freue mich über regen Austausch. Ich wünsche euch noch alles Liebe, alles Gute. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald.